definitiv meine Lieblingsstelle in der Jupiter-Symphonie ist der Schluss des letzten Satzes, wenn sich alle vier Fugen treffen. Diese ganzen Themen. Tam, pam, pi, pam, 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 pi, dam. Und tam, pa, bam, tege, 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 dam. Und da, 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 dam, pa, 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 da, dam. Wenn diese Stelle kommt, das ist etwas so Göttliches und Großes und einfach, ja, Königliches. Ansonsten erwartet das wunderbare Symphonieorchester St. Gallen und mich und uns alle, hoffentlich auch das Publikum, ein wirklich wunderschönes Programm. Außer der Jupiter-Symphonie erklingt die Unvollendete von Franz Schubert, auch ein geniales Werk. Unvollendet, aber doch vollendet. Und ich werde auch auf der Violine spielen, und zwar Mozarts G-Dur-Violinkonzert, also das Köchelverzeichnis 216, das dritte Violinkonzert, und ich freue mich wirklich sehr. Ich glaube, es ist mein Debüt hier in St. Gallen. Ich war überall in der Schweiz, aber noch nie hier, und ich freue mich sehr. Große Freude, große Ehre, und nach der Probe kann ich schon sagen, es macht einen Riesenspaß, es ist wirklich ein herrliches Orchester. Ich hoffe und ich bin überzeugt, dass wir zwei wirklich schöne Konzerte haben werden.